Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die schwarze Königsnatter, ein Haustier der Stufe 1, auf grüner Qualität erhalten könnt. Dafür sind meine Magierin und ich nach Orgrimmar gereist. Den Weg, den sie gerade läuft, könnt ihr ebenso wie ich abgehen, um zum Händler zu gelangen. Und wie ihr sicherlich gemerkt habt, ist dieses Haustier hordenspezifisch. Es kann allerdings im neutralen Auktionshaus auch einmal auftreten, sodass man es sich als Allianzler kaufen kann. Gehen wir nun mit dem Fahrstuhl nach oben, rennen wir geradeaus am Flugmeister vorbei und finden rechts den Haustiertrainer Warzug. Bei diesem erhaltet ihr die Königsnatter für einen gewissen Betrag. Dieser ist allerdings rufabhängig, bei mir betrug er 4 Silber und 30 Kupfer. Möchtet ihr den Preis der Natter drücken, so genügt es, wenn ihr Ruf bei der Fraktion Orgrimmar sammelt. Die Königsnatter ist eine Schlange, sie bewegt sich am Boden und ist schwarz. Noch einmal zusammengefasst für euch, Orgrimmar betreten, links Richtung Fahrstuhl laufen, mit dem Fahrstuhl nach oben fahren, geradeaus Richtung Flugmeister, am Flugmeister rechts vorbei, den Händler Warzug aufsuchen. Dieser lehrt euch die schwarze Königsnatter, ein Stufe 1 Haustier mit grüner Qualität, für einen gewissen Goldbetrag. Dieser ist rufabhängig, den könnt ihr allerdings verbessern durch Ruffarmen bei der Fraktion Orgrimmar. Das war's an dieser Stelle auch noch einmal von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Sammeln dieses Haustieres und hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Des Weiteren würde ich mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr mir ein Däumchen nach oben und ein Abo dalasst, damit ihr immer informiert werdet, wenn es das nächste Guide-Video gibt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss!